Fantastic. Hä? Was ist hier alles für, was es hier alles für Befehle gibt? Ich probiere mal was aus. Was denn? Warte mal, Achievement Bild. Ah, okay. Du kannst allem was geben? Okay. Houdini! Ordnet den Spieler einem Team zu oder ändert seinen Punktestand. Was ist das denn für eine Scheiße? Ändert die Wendezeit? Ändert das Wetter? Okay. Alter, wer läuft denn hier unsichtbar rum? Ja, wer wohl? Nein. Ja, wie kann man Unsichtbarkeitstränke verhindern? Lässt auch schließen. Ja, dann würde ich ihn mal schließen. Alter, ja. Geil, jetzt kann man hier die ganzen Villager rum. Aber die muss ich jetzt mal... Ja, können wir das mal ausstellen? Was denn? Ja, Nether schließen, damit die keine Unsichtbarkeitstränke erstellen können. Ja, wie willst du den schließen? Du kannst das Netherportal abbauen, okay? Alter, Leute, ja... Na ja, gut, ich glaube, dann ist das Projekt für mich gelaufen. Oder? Ich glaube, so eine Scheiße habe ich keinen Bock. Was ist denn los? Ja, ich habe hier einen Typ, der mit Unsichtbarkeitstrank rumläuft und Eisenerzblöcke hier hinstellt. Wo? Weißt du nicht, wer es ist? Ach nee, weißt du natürlich ja, nicht. Ja, wie denn beim Unsichtbarkeitstrank? Ja. Wo denn? Ja, bei mir, ja, wo kann, ist bei Unsichtbarkeit schwierig, ne? Oh, das Wetter wurde geändert. Ja, bringt ja nichts, aber kann er dann jedes Mal hier rein mit einem scheiß Unsichtbarkeitstrank und Scheiß bauen? Kann er dann überall. Warum kann man Tränke nicht ausstellen eigentlich? Keine Ahnung. Gibt's bestimmt. Ja, dann würde ich mal... ich kann jetzt aber nicht gucken, weil dann stürzt mein Flaps ab. Ich gucke gleich nach, warte. Guck am Handy und guck mal, du kannst bestimmt... Alle ich kann's auch gucken, kriegen, quasi. Wie denn? Ja, dann sag's mir. Ich guck's mal eben, warte mal, ich guck's mal eben nach. Ich hab doch hier nebenbei das geöffnet. Ich muss jetzt mal eben die ganzen Dorfbewohner töten, die jetzt im Wasser rumschwimmen. Houdini! Okay, bye. Drax. Was? Was? Hat sich wieder der nächste beworben. Was? Hat sich wieder der nächste beworben, Dracius. Ach, der war das oder was? Na, er war an meiner Kiste dran. Na, hat er sich wohl... Band. Ich komme hier nicht mehr raus. Liesela TV, willkommen. Ja, auf jeden Fall. Guckst du nach wegen dem Befehl? Ich habe bis jetzt nichts gefunden. Bau das Netherportal einfach ab, ey. Server, es muss irgendwo Server-Rules geben, wo du... Ich hab ja die Server, ich hab ja hier Befehle offen, aber ich finde, da steht nix. Du kannst Never ausstellen. Echt? Warte mal. Ja, den Nether kannst du sperren. So, jetzt haben wir hier doch Minecraft Nether deaktivieren. Server Rules oder so, muss man gucken. Ich hab ja einige gehabt. Alter, sind die nervig, die Viecher, ey. Das geht ja gar nicht. Ich hab grad nichts gesehen. Er musste Das stand nur bei einem privaten Server, kannst du es halt ausmachen, aber ich... So, jetzt geht natürlich der Steg von den Landungsbooten einmal komplett drumrum, aber ich weiß nicht, ob mir das groß was bringt, wenn ich jetzt hier noch rumziehe. So, was muss ich denn jetzt noch bauen hier? Ah, das hat große schwarze Türen, aber wie soll ich die denn bitte bauen? Das ist natürlich ein bisschen schwierig jetzt. Da brauche ich gleich die... Wer ist eigentlich da die ganze Zeit am Angeln? Da brauche ich auf jeden Fall gleich die Wolle von Kira. Ja, tut mir leid. Ich werde heute Abend mal eine Runde aufnehmen, spielen, wenn der Server geschlossen ist für die Leute. Ansonsten mit diesen Kindern kannst du ja nicht vernünftig spielen. Ja, stimmt. So, ich werde mir jetzt mal ein bisschen hier die Sachen noch wieder angucken. Wenn mal einer von euch was Schönes zeigen will, mein Landungsboot ist fertig. Ja, würde ich gerne. Vor allem, wer legt mir hier 78.000 Eisen hin? Will ich nicht.
Komm, ich bewache hier dein Ding und du gehst gucken. Kannst du mir hier mal einen Kaktus reinsetzen? Ein Kaktus, warte. Ach ne, ich brauche ja Sand. Oder kannst du im Game Mode kannst du ihn überall hinsetzen? Weiß ich, muss ich ausprobieren. Nee, musst du mal eben. Hast du einen Sandblock? Nee, musst du auch kurz bauen. Jetzt hab ich Sandstone. Smooth Sandstone, wo ist denn Sand? Da ist Sand. Bild, kannst du mich mal hier rausholen? Ich bin hier drin. Ich schreib deiner Bild, kannst du mich mal hier rausholen? Ja, du, noch nicht Sand. Was machst du denn? Hä? Noch nicht. Achso, unten im Boden oder was? Ja, ich baue mir immer so Mülleimer. Achso. Oh Gott, ey, meine ich. Ja, ich kann ja auch Lava da reinmachen. Nee, bloß nicht. Dann sterbe ich. Ja, brauch mal kurz. Kannst du mich mal mit Sand einschmeißen? So. Ich kann das leider nicht wegwerfen, irgendwie mit Q. Das funktioniert nicht, dass ich die einzelnen Steine hinwerfe. Ja, weil du im Creative bist. Benny. Zwei brauche ich noch. Lol, da kam mal einiges runter hier. Jetzt? Oder was? Ja, kannst du da hinstellen? Nee. Ich brauche noch ein bisschen Sandstein. Ich glaube, der darf daneben keinen Platz haben, ne? Nee, ich hätte noch einen tiefer gemusst. Ich brauche noch ein bisschen Sandstein für mich. Hauptsache, die haben alle verzauberte Diamantrüstung. Was machen die denn? Ich habe aber kein Leder. Sonst könnte ich mir auch schon einen Zaubertisch bauen. Kein Lederlappen. Lederlappen. Stachele, fiese Bubbelig. So, ich habe keinen Dreck mehr. Jetzt müsstest du da hinsetzen können. Ja, und ich kann hier. Und wenn du da Sachen reinwirfst, gehen die kaputt oder was? Ja, ein Kürbis halt. Also, das brauche ich normalerweise immer in mein Haus und schreibe darüber Mülleimer. Weil wenn jetzt Sachen. Er schreibt Bild immer an sein Haus, Mülleimer. Gehen sie ja kaputt. Der kackt, also die Items gehen kaputt an dem. Jo. Das wusste ich noch gar nicht. Report! Ein Lava-Eimer. Ah, guck, jetzt auch. Ich hab doch da schon Müll, Alter. Na, er hat geschrieben, falls jemand kommt. Was mach ich denn, ey? Ja, aber dann brenne ich mich doch selber in die Luft. Ja. Also. Oder wir müssen PvP anmachen, aber dann gibt's noch mehr Theater, glaube ich. Oh ja. Dann killen die sich ja so gegenseitig, also. Das kannst du, glaube ich, sowieso jetzt so nicht machen. Dafür müsstest du den, glaube ich, auch einmal ausmachen erst. Ja, ich glaube, für PvP umstellen musst du, glaube ich, einen Server. Nein, was mach ich denn? Jedenfalls haben wir jetzt das Landungsboot auch fertig und würde ich fast vorschlagen. Kannst du nicht mal ein großes Projekt bauen irgendwie? Du bist mit allen deinen Projekten sofort fertig irgendwie. Ja, und Projekt einfach nur eine Farm zu bauen ist anscheinend Lebensprojekt. Ich wusste nicht, dass ich damals wie nach dem Zweiten Weltkrieg mein Feld vor Dieben schütze. Ja, Bild, hast du gesehen? Ich hab dir mal so einen Befehl hingeschrieben. Muss mal gucken, ob der funktioniert. Ja, hast du schon auf den Befehl geguckt? Oder wo hast du den geschrieben? Nee, hier, habt ihr den zugeflüstert. Warte mal, ich glaube, welcher war das denn nochmal? Also, ich gehe aber stark davon aus, dass du den Nether nicht ausmachen kannst, ohne den Server neu zu starten. Okay. Ja, wäre kein Problem, den Server neu zu starten. Ich will nicht gehen. Alter, was ist so Dorfbewohner nervig, ey. Zombie-Pikmin, haben die jetzt die ganzen Pikmins da an der Neverworld angegriffen, dass die jetzt uns besuchen oder was? Oder ist er da gestorben? Immer noch was? Nicht genug Sand. Ja, wenn du die Pigments ja in der Neverworld angreifst, kommen die ja irgendwann. Ja, die kommen, die können mit rauskommen, ja. Ah, ist noch mit Sandstone, gut. Okay. Bueno, ein bisschen Sandstone für mir. Ben. Ja. Wie viel bennst du denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4. Ich hab mir, Sonntag so ein super Minecraft-Sonntag machen oder so? Wir haben jetzt ja relativ viele Aufnahmen schon, ne? Ja. Oder keine Ahnung, ich hab ja jetzt. Also bis Sonntag hatte ich ja eh und dann haben wir eben wieder, noch eine Folge. Er wird schon wieder übermütig hier. Ja, nee, das hat mir Robot geschrieben. Was? Dass ich den bannen soll. Und den einen, den ich vorhin schon gekickt habe, der macht's jetzt genau das gleiche, was er gerade angekickt wurde. Bam! Was hat er denn gemacht? Der ist Feld leerräumen und Robot hat mir geschrieben, dass der andere grieft. Scheiß Griefer, schreibt einer. So, das ist fertig hier gleich. Man bleibt also, halt nicht.
Ich hoffe schon, was ist das denn hier für ein Ding? Irgendwann haben wir vielleicht zwar nur noch 5 Leute auf diesem Server, aber zumindest 5 Leute, die sich damit benehmen können. So, da oben noch was rein. Tja, warte mal. Ja, wir können ja auch sagen, dass die Leute sich durch gutes Benehmen und ordentliches Bauen ein bisschen irgendwie qualifizieren können für. Ja, so kam ja auch Robot auf die Whitelist. Am ersten Tag hatte ich ja mit ihm gespielt und dann mit ihm konntest du auch vernünftig arbeiten. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit, was ich auch diesen Gap sehe, den sehe ich 90% hier vor meiner Farm rumstehen. Ja, jetzt gerade eben nicht, aber ich meinte, der soll ja was bauen. Warum steht man die ganze Zeit rum? Ja, richtig. Man muss jetzt Robot mal Game Mode gegeben, der wollte hier ein bisschen auf die Leute aufpassen. Alter, wir hatten hier ein TNT-Fassing gebaut. Er hat sich jetzt als Polizist quasi, haben wir ihn jetzt ein bisschen eingestellt. Er wird jetzt hier ein bisschen für Ordnung sorgen. Damit die Leute ein bisschen sich im Zaum halten. Das finde ich immer krass. Du hast in jedem Spiel immer einen, der sich irgendwie super direkt qualifiziert, zu helfen oder so. Das hast du bei COC direkt im Clan, hatte ich da ja hier Berserker, dann bei Boom Beach Patrick und Neo unter anderem. Achso, ich habe schon gehört, wer kann da fliegen? Und irgendwie, ja, jetzt hier Ruhrpott, irgendwie qualifizieren sich immer ein, zwei Leute direkt, die wirklich die Sachen. Also, ich habe mich jetzt mal einmal ganz kurz gemutet, um mal ganz kurz noch was zu sagen. Nein, ich bin schon runtergefallen. Also, ich hoffe mal, es ist eben nicht so ganz zu viel eskaliert, wo ich da am Trollen war. Also, Leute, ich werde jetzt erstmal nicht mehr trollen. Das ging ja eben schon, war ja eben schon ziemlich am Eskalieren. Jetzt lasse ich erstmal sich so ein bisschen wieder Ruhe einkehren. Und dann versuchen wir es später auch vielleicht nochmal. Oder wir versuchen gleich mal, Bild mal zu trollen. Allerdings müssen wir da mal ein bisschen aufpassen. Er ist jetzt auch gerade schon hier. Also, er guckt mich jetzt hier gerade so an. Ich darf auch nicht so viel jetzt wegmachen, sonst fällt das auf, dass ich mein Mikrofon gemutet habe. Also, bis gleich. So, jetzt mach ich es mal wieder an. Oder ist der AFK? So, bin wieder da. Mal kurz. Ach, da bist du. Ja, da ist er, ja. War kurz weg. Kaffee geholt. Du hast gesagt, das ist eine Clanburg 7, ne? Das ist ja eine Clanburg, die es in echt noch gar nicht gibt. Ja, deswegen frage ich. Ja, mal gucken, was ich hier noch so baue. Ja, meinst du, es gibt irgendwann noch eine Stufe an Clanburg? Bezweifle ich. Muss. Wieso muss? Wenn es ein Rathaus 11 gibt, gibt es auch noch eine neue Clanburg. Nee, muss es ja nicht geben. Aber das ist aber das ist cool mit der Clanburg, da kannst du das so machen. Nein, es muss ja keine neue Clanburg geben, nur weil es neues Rathaus gibt. Aber dann wie bei so alten Burgen kannst du noch so eine Toilette außen dran bauen, wo man dann so 100 Kilometer in die Tiefe scheißen kann. Das bietet sich ja hier an bei deinem Abhang, der hier neben ist. Ich mach da noch ein bisschen Terraforming, muss ich mal gucken, was ich da noch so baue. So, das ist schon mal fertig. Aber du hast gesagt, du hast Terraforming schon gemacht. Hast du denn hier den Berg gefunden? Ja, der war nicht so flach wie jetzt. Da war nicht so viel drauf. Mal hier einen Überblick finden, wo wir so sind. Hier. Jetzt muss ich nur irgendwie hier runterkommen. Geh mal ein bisschen hoch, mal schauen. Ja, ich hätte eigentlich gedacht, ich wäre schon viel weiter mit dem, was ich eigentlich vorhatte. Ich sehe nichts, okay. Ich hätte schon hier die Schafe verfrät. Und dann hätte ich eigentlich jetzt angefangen, eine Karte zu bauen. Also eine Riesenkarte, aber naja. Ruhrpott hat Flyhack. Nein, hat er nicht. Flyhack, genau. Erstmal sofort. Als allererstes erstmal, der hat einen Hack. Ja. Ey, dass gestern mein Internet nicht ging, kann das vielleicht so eine DDoS-Aktion gewesen sein oder so? Nee. Aber das war ja genau, nachdem wir aufgenommen hatten. Na, genau danach ging es ja nicht mehr. Ich weiß es halt nicht. Ich habe das gestern nur gelesen, dass das halt das System irgendwie überfordert durch zig Millionen Aufrufe oder so. Und irgendwer hatte das ja auch in die Kommentare geschrieben, dass er das machen will. Also, ja, keine Ahnung. Ja, genau. Ja, ich weiß es ja, halt Quatsch. Nicht. Ob das sowas gewesen sein kann oder ob es einfach nur ein Fehler von Unity Media war oder so. Weil heute Morgen ging es ja einfach wieder. Wie baue ich das? Warte mal, eine Leiter. Brauche ich noch ein bisschen mehr Sticks für? Master DDD ist jetzt Kautipper. Ja, ich habe gerade einen Erfolg bekommen, weil sie gestorben ist und nicht Leder bekommen hat. Das kotzt mich so. Wie baue ich dir nochmal eine Leiter? Fuck, fuck, fuck. Hallo? Ah, mit Sticks rechts, links und einen in der Mitte. Ah, stimmt, glaube ich. Stimmt, stimmt. So, jetzt müsste ich natürlich mal wissen, was ich als nächstes bauen soll. Irgendwas. So, 6 ja. Stück, das muss außerdem reichen. Es ist doch viel cooler eigentlich, viel mehrere kleine Projekte zu bauen als ein so ein Riesending. Oder theoretisch ist es im Endeffekt ja egal. Ich habe noch ein paar Sachen. Vielleicht änderst du deine Meinung ja jetzt nochmal in der nächsten Sekunde, dann haben wir 3 Meinungsänderungen noch. Wieso? Ja, erst sagst du, es ist viel cooler, weil man kleine Projekte hat, aber nee, ein großes Projekt ist auch cool. Nee, ich habe nur gesagt, wir sind alle Friends und so. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Sachen auf Lager. Ich könnte noch mal den Magierturm noch mal neu aufbauen. Mabu, wo ist Zaubertisch? Ich weiß es nicht, ich habe keinen. Ja, ich habe auch keinen.
Ich würde gerne meinen Magierturm nochmal aufbauen und dann würde ich gerne noch. Irgendwie hat das ganze Wasser weggemacht hier. So, ja, oder wir ist machen das? Video, was sie nicht sollen. Was ist das?